Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dave the Diver. Wir stürzen uns wieder hinein in die Tiefen, die teilweise sehr unheimlich und gefährlich sind. Wir haben heute Sonntag, den 10. Monat und den 16. Tag. Und die Sonne scheint und wir wollen am Morgen direkt in die Tiefe. Das Gute ist, wir haben keine Nebenmission, das heißt, wir können mal wieder ordentlich... Ah, geht die Maus eigentlich von alleine weg? Nee, wir können ordentlich was fangen. Wir können aber auch ein bisschen mal schauen, ob wir mittlerweile irgendwas... Nope. Und ich glaube, auch Verbesserungen können wir uns derzeit nicht leisten, weil wir haben viele Sachen schon ganz gut verbessert. Die Harpunenwumme müssten wir bei Gelegenheit auch endlich mal wieder in Angriff nehmen. Ich guck mal, haben wir noch irgendwas bei Cookster? Nee, da haben wir schon das Beste gemacht. Dann würde ich sagen, geht's direkt rein, nicht? Und wir können ja auch noch immer Fischis fangen für unsere neue Fischfarm, die wir dazu bekommen haben, und können da dann auch irgendwann mal Sachen regelrecht züchten. So. Ach, es ist so schön. Ich freue mich richtig, dass wir wieder zurück sind. Wir können auch jetzt versuchen, die Hauptmission zu machen. Das Gute ist, sie rennt uns wahrlich nicht weg, ne? Nee, das wollen wir nicht. Was haben wir hier oben noch? So eine kleine Schrimps da oder was? So. Oh ja, sehr gut. Das heißt, wir können auch Fische mal so mit unserem Samurai-Schwert jetzt aus der, also im Nahkampf besiegen. Wir müssen ja nicht immer... Guck mal, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Na, kommen wir bis da? Ne, das habe ich mir gedacht, das wird nicht funktionieren. Okay. Oh, okay, super. Simples Drücken von A. Thunfischdose. Ja, dieser gelbe Fisch, den wir gerade gefangen haben, der hat natürlich grundsätzlich nicht so die... Oh, das ist ein Seepferdchen, wie schön. Nicht so das höchste Potenzial, sag ich mal. Aber den haben wir schon gut aufgewertet. Und den Sepia auch. Also ich bin immer Fan davon, die Sachen, die dann auch wirklich schon ein hohes Level haben, mitzunehmen. Weil dann kriegt man viel... Oh, ein Waffen-Upgrade, sehr schön. Kriegt man viel Geld und vor allen Dingen sind die Gäste sehr zufrieden, weil das eine sehr hochentwickelte Speise ist, die wir denen dann anbieten können. Oh, zusätzlich, das ist gut. Ich komme jetzt hier so langsam in so ein Gebiet, wo ich mir vorstellen kann, dass hier auch Haie sind. Und diese Dinger hier, was ist mit euch? Seid ihr auch lecker? Weiß ich nicht mehr genau. Oh, hier ist Sauerstoff, das merken wir uns, den holen wir uns gleich. Guck mal, diese süßen Algen da, die dann immer so abtauchen. Okay, das brauchen wir nicht. Okay, ich glaube, hier ist so ein großer Hai. Wir haben hier leider keine zusätzliche Munition. Das ist ein Problem, wenn wir den jetzt jagen wollen. Ich gucke einmal hier nochmal so um die Ecke. Oh, da sind die Sepias. Da ist die Munition, okay. Wir holen uns mal vorab diese Sepias. Ach, das hat natürlich nicht funktioniert. Oh Gott, der Barracuda nervt mich wieder hart. Aufpassen, dass der uns nicht zu nahe kommt. So, endlich. Die sind ganz schön hartnäckig. Die sehen so unschuldig aus, aber die Sepias, die sind durchaus wehrhaft. Also nicht wehrhaft, aber die brauchen halt viel Ansprache, bevor sie sich dazu entschließen, mal in mein Netz zu gehen. So, den Barracuda könnten wir theoretisch auch mal mitnehmen, damit er uns gleich bei der Haijagd nicht ärgert. So. Sehr gut. Jetzt holen wir uns den Sauerstoff und dann gucken wir mal, ob wir hier einen Hai finden, den es sich zu jagen lohnt. So.
Hier müsste eigentlich... Oh, warte, nee, aber da, also da, das habe ich ja eigentlich alles rausgeholt, ne? So, hier war immer dieser... Da ist ein Hai, genau. Okay, pass auf. wow, okay, das war knapp. Autsch. Ah, super, wir haben ihn schon. Das ging schnell. Okay, Hammer. Zwei Schuss nur. Jetzt habe ich ihn wahrscheinlich auch gut getroffen, aber ich hatte auch ein Upgrade auf meiner Waffe. Hammer, okay. Wir haben auch so einen Langnasensägehai bei uns im Becken gefangen, meine ich. Also einen schon. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, finden wir vielleicht jetzt noch einen zweiten. Also nicht jetzt, dass wir noch einen zweiten jagen jetzt, aber dass wir jetzt den Gejagten da auch nochmal einsetzen können. Nehmen wir noch mal ein bisschen Materialien mit. So Kleinigkeiten. Wir haben jetzt ja noch 10 Kilo dabei. Guck mal, da ist noch Sauerstoff. Ich nehme mal diesen Sauerstoff hier mit. Und dann tauchen wir mal weiter runter. Oh, das sind Sepias. Das finde ich eine super Gelegenheit. Ach Mist. Also die muss ich mit meiner Standard-Angel hier immer zweimal treffen. Ich weiß gar nicht, ob wir die noch weiter aufwerten können, diese kleinen süßen Fischis. So, die nehme ich immer gerne mit. Nehmen wir den auch. Komm, den lassen wir jetzt mal davon ziehen. Wir sind gleich voll, 40 Kilogramm. Wir könnten jetzt auch versuchen, mit einem Sauerstoffkanister an Bord, ob wir jetzt dann nochmal nachschauen, was die Hauptmission so macht. Das würde ja auch sicherlich nochmal Geld geben. Oh, guck mal, jetzt haben wir sogar so ein schönes Teil noch bekommen. Ich kann mir eigentlich... Ach, da ist noch so einer. Okay, den können wir aber nicht mitnehmen. Ist hier irgendwo... Okay, wo ist hier der nächste Aufzug? Ich weiß nicht, ob wir den ernten können, ehrlich gesagt. Warte, kommen wir an dem vorbei. Ich versuche mal. Ja, so ist gut. Haben wir hier vielleicht die Sniper Rifle? Das wäre auch nochmal sehr schön. Kleine Netzkanone. So. Also. Hier ist irgendwo die Hauptmission. Ich hoffe mal, ich bin jetzt nicht wieder zu... gierig. Oh, warte mal, ist das Sauerstoff? Ja, hier ist Sauerstoff drin, in diesen Muscheln. Oh, was ist das? Greift mich das gleich an? Ich hoffe nicht. Was ist das? UV-Licht? Ah, okay. Gegen was will ich das denn austauschen? Die Röhrenwürmer weichen vor UV-Licht zurück, sodass du ihnen an ihnen vorbeikommst. Okay. Interessant. Ich glaube, Munition habe ich voll. Ah, hier, guck mal, hier geht es zu den Röhrenwürmern, aber das ist nicht... Das muss die richtige Stelle sein, aber Röhrenwürmer blockieren den Weg. Dr. Bacon, wir blockieren Röhrenwürmer den Weg. Gibt es da eine Lösung? Mal sehen. Ah, richtig. Röhrenwurm verabscheuen UV-Licht und werden ihm ausweichen. Du hast nicht irgendwo ein UV-Licht bei dir, oder? Oh, du hast schon eins. Richte es auf sie. Ja, warte. Warte. Hab ich doch jetzt schon. LB? Hab ich doch. Und jetzt RT. Geh weg. Komme ich da überhaupt wieder raus? Okay, hier gibt es noch was Neues. Eine Hacke? Nee, ich will jetzt eigentlich kein Gestein aufbrechen.
Oh, ein verbesserter Haken. Oh, das muss ich da mitnehmen, aber da habe ich ja überhaupt nicht... Okay, geil. Aber das kann ich nicht mehr transportieren. Ich bin zu voll. Oh nein, da oben war ein fieser Fisch. Au, vor dem habe ich Angst. Okay, vor dem will ich mich jetzt verstecken. Den will ich jetzt nicht jagen. Warte mal, was war eigentlich nochmal mein... Hätte ich gesagt. Weiß ich gerade gar nicht mehr, was mein Missionsziel war. Warte mal. Was sollte ich dem jetzt nochmal mitbringen? Ging es um dieses spezielle Metall tatsächlich auch? Ich weiß gar nicht mehr genau, was der von mir wollte. Details. Einfach nur dem Signal folgen. Aber das Signal ist ja quasi hier weiter links und da komme ich ja nicht weiter. Oder komme ich jetzt... Geht's hier noch weiter runter? Oh Mann. Das Vieh da oben macht mir ein bisschen Angst. Okay. Ich hoffe, es gibt hier einen Aufzug. Wenn es hier keinen Aufzug gibt, dann haben wir ein Problem. Da ist ein Aufzug. Hammer. Okay, sehr gut. Oh, Quatsch. Der ist richtig stinkig. Stinkiger kleiner Vogel. Okay, dich. Ja, nee, das lassen wir mal. Da kann man wieder irgendein geiles Gestein abbauen. Das ist aber nicht das, was er von mir wollte. Oh nein. Ja. Ach, das lädt sich wieder auf. Das ist natürlich Hammer. Hey. Hey. Hallo? Sehr gut. Das Licht lädt sich wieder auf. Das ist sehr, sehr gut. Hier muss es doch mal so langsam die Sniper Rifle geben. Ich nehme mich mal ein Stück rüber, so, dann sieht er ein bisschen mehr. So. Zeitpunkt ist diskutiert. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, das Signal ist rein. Oh no. Oh shit. Okay. Also hier gibt es Sauerstoff. Das gefällt mir sehr gut. Wahrscheinlich sind hier nur so Hacken drin überall, ne? Oh, was ist das? Nee, ne. Oh, naja, lassen wir mal da liegen. Ich könnte diese Krabbe damit sicherlich beeindrucken. Aber das ist nicht mein Ziel. Ich wollte jetzt ja erstmal hier weiterkommen. Na. Da geht's noch tiefer rein. Aber ich muss eigentlich nach oben. Oh Gott. Das ist nicht mein Ziel. Ich muss nach oben kommen. 15 Meter. Irgendwo muss ja ein Eingang sein. Es sei denn, ich muss erstmal noch tiefer, um dann wieder hochzukommen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Hier ist ein Hai, da muss ich echt aufpassen. Da ist er. Ich verstecke mich mal hier oben, in der Hoffnung, dass er mich nicht sieht. Und die Hoffnung ist... Okay, warte mal, was ist denn hier eigentlich? Das muss ich doch mit der Bombe öffnen können, warte mal. Pass auf. Wenn ich die jetzt hier rauflege... Warte mal, wie... So. Nee, schade. Das ist nicht der richtige Weg, offensichtlich. Kannst du mal probieren, aber... Nee, das ist nicht der richtige Weg. Egal, ich verschwende sie trotzdem. Schnell nach oben. Oh Gott, no. Oh.
Oh Mann. Oh Gott, Probleme, Probleme. Also ich glaube, davon da bin ich ja gekommen. Also ich muss dann doch tatsächlich nochmal nach unten, glaube ich. Angriff einer Mücke. Befürchte ich. Okay, okay, okay. Also. Dann doch wieder nach unten. Die ist ja offensichtlich nicht so aggressiv, wie ich den Anschein hatte. Warte mal, das stand Fragment, aber das ist doch. Das ist ein, ah, guck mal, ich dachte, das wären. Also. Dann doch wieder runter. Wir müssen mal auch gucken, dass wir Sauerstoff irgendwo noch herkriegen. Und dann muss ich jetzt an diesen fiesen Quallen vorbei. Ich hoffe, ich habe genug Tauchtiefe. Alter, was ist denn mit euch verkehrt? Ah ja, da gibt es auch Sauerstoff, das merken wir uns mal. Ich komme langsam in Gebiete, wo ich nicht mehr tauchen kann. Ich weiß nicht, ob das ein Freund ist oder ein Feind. Okay, hier geht es auch nochmal wieder rein. Das ist eine sehr gewagte Expedition, die ich hier vornehme. Au! Nein, 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 nein! Ach, das. Na, ah, das ist ja so dumm. Bitte Sauerstoff. Ja, hier ist Sauerstoff. Aber die Tauchtiefe ist nicht mehr angenehm für meine Zwecke. Critical Depth. Ja, okay. Ich muss echt aufpassen. Das Signal ist auch 52 Meter über mir. Also. Ich versuche mal jetzt hier wieder hochzukommen, aber. Was ist das? Ach du grüne Neune. Da muss ich irgendwas explodieren lassen. Damit das runterfällt und dann komme ich da rein. Ja, also Leute, das ist hier echt gefährlich, was ich hier gerade mache. Hier auch. Schon gerade ein bisschen Respekt. Oh Gott, hier sind wieder so Knall. Also ob das der richtige Weg ist. Ich entferne mich immer weiter von meinem Ziel und ich habe so langsam ein bisschen Angst. Das ist ein Mini-Hai. Ach du meine Güte. Alter, ich komme nicht in den Winkel rein. Egal. So. Den brauche ich gar nicht erst aufsammeln, weil ich nicht die Dings dafür habe. Das ist mir zu gefährlich. Oh, jetzt kommt der. Oh, Schweinemann wieder. Okay, also irgendwas muss ja hier mal passieren. So, was ist das? Shit. Oh! Au! Ich bin immer noch ganz beeindruckt von diesem ekelhaften Vieh. Auf Nummer sicher gehen. Da unten geht's wieder an so Tentakelfreunden vorbei. Oh no, den habe ich nicht gesehen. Autsch.
Hier kann ich ja nichts machen. Also da muss ich irgendwann ja diese Felsen da bewegen. Oh Mann, das ist ein ganz schöner Ritt hier. Ist jetzt irgendwie nicht so geil. Ich kann ja gar nicht mehr tiefer hier. Das ist diese Waffenkiste. Okay, also ich glaube, mir ist es jetzt hier zu riskant. Ehrlich gesagt. Hier ist wieder Feierabend. Na, hier war ich ja auch schon. Also ich müsste jetzt, entweder ich fahre jetzt nach links weiter oder ich suche mal das Weite jetzt hier. Ich habe irgendwie keinen Sauerstoff mehr. Hier komme ich langsam wieder hoch. Oh, ich hoffe, dass ich jetzt, oh, warte mal, das, wir machen mal das jetzt hier. Aber ganz schnell. Jetzt haben wir die hier ein bisschen erforscht. Die Gegend. Nehmen das jetzt einmal alles mit. Könnten uns überlegen, ob wir wegen dieser ganzen Gesteine, die es da noch gibt, die wir hacken konnten, nochmal zurückkehren. So, die Netzkanone haben wir jetzt erforscht. Die soll ja, glaube ich, gegen Quallen ganz gut sein. Den Langnasensägehai haben wir auch schön nach Hause gebracht. Guck mal, Barracuda, bisschen Sepias. Das ist doch gar nicht schlecht. Und wir haben Sepia-Rogen und Barracuda-Rogen. Also das ist für die Fischfarm auch super. Hammer. So, jetzt haben wir den Nachmittag. Machen wir es nochmal. Versuchen nochmal runterzukommen. Was kostet mich denn... Das hier bräuchte ich eigentlich. Ich glaube, bevor ich diese Mission so richtig entspannt angehen kann, müsste ich meinen Taucheranzug nochmal upgraden. Weil mir das da eben dann doch ein bisschen zu kritisch wurde, dass ich eigentlich in Tiefen vorgedrungen bin, die ich noch gar nicht aushalten kann. Das stresst mich. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir gehen nochmal, machen nochmal schön den normalen Tauchgang. Vielleicht müssen wir auch einfach weiter... Obwohl, ne, wir müssen ja dort in die Tiefsee. Vielleicht bin ich irgendwo falsch abgebogen, weil wir waren eigentlich schon sehr dicht dran. Das war dann schon ein bisschen enttäuschend. Vielleicht jagen wir noch mal ein Hai. Wir können den Hai ein bisschen upgraden. Verdienen dann auch mehr Geld, wenn wir den Hai upgraden. Katzenfutter, Katzenfutter, Katzenfutter. So, den nehme ich immer mit. Ey, 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 falsche Taste. Sehr schön. Die Sepias. Nehmen wir mit. Dass sie mich immer so beschießen, das ist ja auch echt so frech. So, dich nehmen wir auch noch mit. Du kannst mir nicht entkommen. Okay. Okay. Da ist Sauerstoff. Das ist gut zu wissen. Da ist dieser garstige Barracuda, ne? Das sind immer dieselben Badegäste, die wir hier antreffen. Hi Barracuda, hast du noch ein Problem? Werner? Werner der Barracuda? Das war jetzt relativ knapp, vielleicht auch ein bisschen unnötig knapp. Aber gut, jetzt können wir den Barracuda auch upgraden. So, hier ist jetzt Munition und dann würde ich vorschlagen, let's go for it.
Munition, Munition. Ey, 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 mein Freund. Okay. Sehr gut. Zwei von dieser Art, die können wir jetzt schön optimieren und dann freuen sich unsere Gäste, wenn wir so richtig schön perfektionierten Sägehai anbieten können. Jetzt haben wir aber schon wieder vollste Fracht, ne? Also jetzt lohnt sich schon wieder so ein tiefer Tauchgang gar nicht mehr. Jetzt könnten wir uns überlegen, wollen wir es wagen? Oh, Sepias. Und diesen mega Monsterhai auch noch mitnehmen, dann weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt wieder hochkommen. Lohnt sich natürlich nur, wenn da in der Nähe ein Aufzug ist. Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt schlachten können, den Hai. So, ich habe, wie viel Schuss habe ich noch in meiner Waffe? 4, ne? Dann könnte ich hier, wir könnten es riskieren, den Dickhai zu machen. Ist aber wirklich riskant. Sollen wir es probieren? Da ist der Aufzug. Okay, es könnte klappen. Vielleicht auch nicht. Hey! Sehe ich jetzt aber komplett anders. Und jetzt? Shit, okay. Oh, dieser Winkel macht mich fertig. Okay. Jetzt müssen wir uns schnell Muni holen. Dann können wir es schaffen. Die haben ihm ja schon ordentlich gegeben. Das war völlig unnötig. Ach Gott im Himmel, nein. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Oh shit, ich brauche Muni. Oh shit, okay. Fuck, Scheiße, ich glaube, das wird ein Problem. Ich hätte ihn jetzt nur mit... Shoot, ich habe zu viel verbraucht. Jetzt können wir hier vielleicht mit dem... Da ist Muni, yes, nice. Okay, jetzt holen wir den Freund. Wir haben natürlich die Waffe nicht verbessert, ne? Das ist natürlich auch ein Grund, weshalb wir den Hai jetzt häufiger treffen müssen. Erst jetzt haben wir ihn. Sehr, und direkt neben der Aufstation, das ist natürlich der absolute Oberhammer. Ist hier noch ein Sniper drin oder sowas? Okay. Wo ist jetzt kein nerviger Barracuda oder irgendwas Kleines, was uns hart nervt. Sehr schön, jetzt können wir raus und haben richtig schön fürs Sushi-Restaurant was mitgebracht. Ehrlich. Boah, haben wir jetzt viel dabei. Das können schöne Tage werden jetzt. Da können wir richtig... Oh, wir haben sogar Tigerhai-Rogen dabei. Sehr, sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal zurück zum Sushi-Restaurant. Ich glaube, wir können viel Geld verdienen jetzt. Wir gehen nicht zur Fischfarm, wir gehen jetzt zum Sushi. Ich weiß gar nicht, ob das Zeit kostet, zur Fischfarm zu gehen, ob das quasi eine Tageseinheit kostet sozusagen. So, jetzt lass uns mal gucken. Wir haben nicht so viel Kohle.
glaube, wir können das Personal jetzt gar nicht groß trainieren. Was kostet... Oh, doch, können wir doch machen. Ja, das ist deutlich besser. Von 65 Service auf 95 Service. Doch, das machen wir auf jeden Fall. Denn das hilft uns, dass sie auch abliefert. Mehr können wir uns jetzt nicht leisten, nehme ich mal an. Was hat der für ein... Was ist das für ein Zeichen da? Diese Glühbirne? Ist auch egal. Oh, warte mal. Kochen sie... Achso, okay. So, jetzt machen wir hier schöne... Ein schönes Menü machen wir uns jetzt. Oh, lass uns mal schauen. Guck mal hier. So, das ist der Tigerhai. Den haben wir schon auf Stufe 4. Wir könnten den jetzt auf Stufe 5 bringen. Das wäre absurd krass, aber dann könnten wir keinen mehr verkaufen. Lass uns erstmal schauen, was wir noch an Bord haben. Wir haben so ein bisschen diesen Kardinalfisch. Das ist unser Langnasensägehai. Sehr, sehr gut. Von dem haben wir richtig viel. Wow, die können wir auf Level 6 bringen. Das machen wir natürlich. Hammer. Level 6. Oh, ist das eine neue Animation oder kennen wir die schon? Ich glaube, die ist neu. Die war neu wegen Level 6. Stufe 6, das ist ja der absolute Oberhammer. Wir könnten den wahrscheinlich nicht nochmal veredeln, nee, da brauchen wir 22 für. So, dann haben wir unseren Haikopf hier. Wow. Was haben wir noch? Barracuda, den könnten wir auch nochmal veredeln. Oh, der wäre auf Stufe 5 dann. Ja, das finde ich, können wir machen. Dann haben wir den, okay, den haben wir hier noch, den Weißspitzenhai. Naja, wir wollen jetzt ja nicht so diese Makrele da, ne. Oh, die Sepia kriegen wir auch auf Stufe 6. Sehr gut. Seht ihr, es lohnt sich immer. Und diesen Titandrückerfisch kriegen wir auch auf Stufe 6. Die geben nicht viel Geld, aber die sind jetzt so hoch gelevelt, dass sie natürlich das die Geschmacksknospen der Gäste so weit verzaubern, dass das sich auch lohnt. Nur mal zum Vergleich, hier dieser Gelbrücken-Füsilier, der hat Geschmack 12, ne? Und hier sind wir schon bei 110 jetzt beim Barracuda und bei dem Titandrückerfisch sind wir auch bei 120, eben durch diese Upgrades. Deswegen fange ich immer so gerne Tiere derselben Gattung, um die einmal so hoch zu bringen. Den Doktorfisch können wir auch veredeln, sonst lohnt sich das überhaupt nicht, die zu verkaufen. So, und jetzt können wir überlegen, was wir anbieten. Den Feuerfisch können wir noch nicht upgraden. Kann man nicht auch irgendwo, habe ich in den Comments gelesen, dass man es auch automatisieren kann. Also ich finde, den nehmen wir jetzt mal mit rein. Den Langnasensägehai auf Stufe 6. Das bringt ja auf Stufe 7, das wird ja immer absurder. 203 Geschmack, ist das krass. Aber das bringt ja auch was, weil wir dann irgendwann upgraden können. So, wo kann man denn das automatisieren? Stand da nicht irgendwo automatisieren? Dass man nur so viele kocht, wie nachgefragt werden? Ich dachte, das könnte man irgendwie machen. Dann sage ich mal 5. Da, warte, Autokochen. Oh. Okay, ja, das ist ja sehr viel besser. Dann bleibt ja dann das, was übrig bleibt. Ja, das gefällt mir sehr viel besser. Dann machen wir Autokochen. Von all den Sachen, die wir... So, dann mit Sepia machen wir auch Autokochen.
sehr gut. Aber da, ach, warte mal, okay, da habe ich jetzt okay, ich verstehe. Ich mache jetzt 4, genau, und jetzt, okay, das Potenzial ist, ah, okay, man muss trotzdem angeben, wie viele. Und ich hoffe mal, dass man dann den Rest behalten darf. Das wäre sonst echt sehr schade. So, den, der ist schön teuer, den könnten wir eigentlich auch machen. So, was haben wir hier noch Schönes? Den Barracuda, der ist jetzt auch schon auf Stufe 5. Den können wir auch automatisiert machen. Jetzt haben wir schon 15 Gerichte. Die Frage ist, werden wir das überhaupt alles los, ne? Man will ja auch nicht zu viel. So, der Tigerhai, da bin ich immer noch am Überlegen, ob ich den nochmal wieder upgraden soll jetzt. Weil dann hätten wir den auf Level 5. Ich glaube, ja, das mache ich jetzt einfach. Dann können wir den nicht mehr verticken, aber wir haben so viele andere geile Sachen. So, und diesen Drückerfisch, den nehmen wir auch mit rein und gehen auch auf Auto kochen. Jetzt haben wir 18 Gerichte. Ich habe fast das Gefühl, das reicht schon. Den Haikopf könnten wir noch mit anbieten. Oder den Feuerfisch. Dann machen wir maximal noch 5 vom Feuerfisch. Und machen das auch auf Auto kochen. Und jetzt haben wir genug. Und jetzt machen wir mal den Laden auf. Und heißen die Gäste willkommen. So, ich eile wieder zum nach vorne, hab mir gedacht, direkt wieder einen Tee ausgießen. So, ganz schnell. Und den nächsten Tee, ich muss mich auf meine Bediensteten verlassen. Solange ich hier den Tee mache, müssen die den Rest erledigen. Aber ich komme. Okay. Ihr willst ein Bier haben? Ach, sie macht das auch mit dem Bier? Oh, Hammer, das ist ja super. Dann stresst mich das nicht so. Komm, ich komm. Oh, das läuft diesmal sehr viel besser mit meinen Bediensteten. Dadurch, dass sie auch die Getränke machen können, das ist gut. Oh, das ist ganz da hinten. Ich komme. Oh, sie macht den Tee, das ist ja super. Oh, da muss ich ganz nach hinten laufen, bevor er abhaut und beleidigt ist. Super. So, sie macht das Bier auch. Oh, das gefällt mir fantastisch. Oh, ich brauche Essen. Oh nein, Wasabi! Das heißt, einer wird beleidigt sein. Oh, den werde ich nicht bedienen können, tut mir leid. Oh Mann, shoot. Oh Mann, das wird alles nichts werden. Ah, no. Oh no. Oh no, das war völliger Failure gerade. Oh, was habe ich denn hier noch in der Hand? Ach Gott, shoot. Ja, tut mir leid, das war am Ende ein ziemlicher Failure. Aber wir haben richtig viel Kohle gemacht. Sehr schön. Guckt euch das an. Das war ein sehr erfolgreicher Tag, auch wenn es am Ende echt bitter war, dass wir da die letzten Gerichte nicht mehr abgeliefert haben. Ich habe die Wasabi-Reibe wieder vergessen. Wir haben eine E-Mail. Oh, ist hier eine Nachricht angekommen? Sollte ich sie mir mal ansehen? Ja. Thunfisch-Yacht-Party. Oh, krass. Hallo Einwohner, hier ist das Tourismusgremium Blaues Loch. Das Blaue Loch wird immer bekannter und das Interesse daran steigt. In 3 Tagen steigt eine riesige Yachtparty. Es werden eine Menge wohlhabender Gäste erscheinen. Wenn es also ein Restaurant gibt, das hochklassige Thunfischgerichte zubereitet, könnte das die Verkäufe in die Höhe treiben. Wir bitten um eure Unterstützung, um es zur besten Attraktion der Welt zu machen. Das Tourismusgremium Blaues Loch. Oh Mann, Thunfische. Wo kriege ich denn Thunis her? Dave, hast du die E-Mail gelesen, die du gerade bekommen hast? Ja, hier steht, dass es bald eine Thunfischparty geben wird. Genau, und Thunfisch ist der beste Freund von Sushi. Wir können sie mit gutem Gewinn verkaufen. Ich habe schon lange keinen Thunfisch mehr im Blauen Loch gesehen. Jetzt beginnt die Thunfischsaison. Mit dieser Party können wir ein Vermögen verdienen. Hahaha. aber ist es nicht schwer, Thunfische zu fangen? Ich habe gehört, dass sie sehr schnelle Schwimmer sind. Hahaha, deswegen sind Investitionen notwendig. Am Nachmittag bringe ich dein Gerät mit dem man Thunfische fangen kann. Ich sehe dich dann direkt später.
Ja, aber er bringt es mit, das heißt, ich muss es nicht kaufen. Ich muss sie nicht kaufen. Das heißt, ich könnte jetzt den Tauchanzug verbessern. Ich könnte aber auch mein Personal verbessern. Oh, was ist wichtiger? Damit könnten wir die Hauptquest machen. Aber die Hauptquest läuft nicht weg. Ich tendiere so ein bisschen dazu, die Hauptquest Hauptquest sein zu lassen. Das eilt ja nicht. Und ich spare mein Geld und ich benutze das Geld lieber, um mein Personal zu trainieren, weil je besser die sind, desto weniger Stress und Failure habe ich beim Verkauf meiner Sushis. Und jetzt werde ich erstmal in eine Situation kommen, ich jag jetzt vielleicht noch ein paar Haie und so und mache dann richtig Asche. Und wenn das Personal gut drauf ist und meine Fische geupgradet sind, dann mache ich so viel Geld, dass ich danach ganz entspannt meine Sachen upgraden kann, um die Hauptmission zu machen. Also jetzt gehen wir noch mal rein und beziehungsweise ich kann ja auch noch mal eine Runde machen zu meiner Fischfarm. Ich werde jetzt, glaube ich, noch mal Haie jagen, um teures Sushi anbieten zu können. Am Nachmittag können wir dann mit dem Thunfischgerät, was der mitbringt, Thunfische jagen. Also wenn wir jetzt noch vielleicht ein, zwei Haie holen. Also eben ist es ja sehr gut gelaufen. Ein so ein Sägefischhai und ein so ein Riesenhai. Wenn wir das nochmal schaffen. Dann können wir richtig, richtig viel Geld verdienen. So, warum nehme ich die einmal in die Hand und werfe sie wieder ab? Weil dann zählt die Blaupause als gefunden. Und dann kann ich die später auch bauen, weil man muss, glaube ich, drei Blaupausen finden. Vielleicht sind es auch manchmal zwei oder vier von einer Waffe und dann kann man sie nachbauen. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die schon hatte. So, der kommt einfach immer, ne? Der will immer gefangen werden. Der hat irgendwie auch richtig Bock drauf. Das ist unser bester Freund. So, ein paar Sepias gehen auch immer klar. Dann machen wir exakt das gleiche nochmal. Und danach sind wir so gut ausgerüstet. Hautstück einer Sepia. Dass wir uns wirklich gar keine Gedanken mehr um irgendwas machen müssen. Was die Sepias angeht. Aber das nehme ich gerne mit. Wieso habe ich jetzt eigentlich mein Messer getauscht gegen so eine Lächerlichkeit? Einfach nur aus Spaß. So, hier ist Munition. Da oben war Sauerstoff. Hier sind noch verschiedene Barracudas. So, okay. Ich befürchte, ich muss erstmal die Barracudas irgendwie loswerden. Weil die mir sonst gehörig auf die Nerven gehen. Ersten haben wir. Sehr schön. Jetzt hätte ich schon noch Interesse, den dicken zu bekommen. Ich hole mir einmal Sauerstoff, das war hier oben. Oder? Na, oh, warte mal. Wie weit oben war das denn? Okay, das lohnt sich ja gar nicht, diesen Weg anzutreten. Oh, okay. Jetzt ziehe ich es natürlich auch durch, weil hier irgendwo war Sauerstoff, aber jetzt bin ich gleich an der Oberfläche. Okay, warte mal. Bin ich dran vorbeigeschwommen? Ja, ne? Hier schon an der Oberfläche. Natürlich Quatsch.
Ah ja, das gefällt mir deutlich besser als dieses komische Ding. Hier. Was haben wir für eine Waffe drin? So, wir brauchen natürlich jetzt, um diesen großen Hai zu jagen, neue Munition und im Idealfall finden wir noch ein Upgrade für unsere Waffe. Damit wir mehr Schaden machen. Das wäre natürlich fantastisch. Ja. Das schon mal Muni. Aber der Hai ist noch deutlich weiter unten. So, nehmen wir den mit? Ja, komm, nehmen wir den mit. Ja, komm doch jetzt. Mach doch auch mal was. Alter! Nerv. Eigentlich wollte ich ja den Riesenhai, aber der tut's sonst auch. Da kam dieser kleine Nervbolt da, der da. So ein, das ist genau das, was einem am Ende dann zum Verhängnis wird. Zwei davon. Du legst dich mit so einem Riesenhai an und dann kommt so ein kleiner Kasper, ist wie früher auf dem Schulhof. Und nervt. Die müssen wir richtig aufpassen, hier, die Ekeltypen. Hey. Was? Was ist denn das für ein Typ? Okay. So, wir haben noch die Chance, noch einen fetten Hai an die Angel zu bekommen. Dafür benötigen wir aber dringend Munition. Ah, komm. Vielleicht hier eine Verbesserung unserer Waffe. Das wäre der absolute Oberhammer. Yes. Okay, Level 2 ist zwar nicht Level 3, aber immerhin. Ach, wieder so ein nerviger Barracuda. Nerv mich nicht. Ich habe andere Beute im Sinn. Wir brauchen Sauerstoff. Das wird jetzt riskant. Ich habe schon zwei Haie an Bord. Erstmal ausspähen. So, da ist der. Ah, da ist er. Shit. Okay. Ja, natürlich kommen die Barracudas und nerven. Das war so klar. Das hat auch nicht funktioniert. Okay. Der knabbert mir die Flossen ab, ey. Ich will den jetzt ja gar nicht haben, ne? Ich will ihn einfach nur, dass der mich nicht nervt. Jetzt habe ich den. Ich wollte den gar nicht mitnehmen. Ach, jetzt habe ich. Was schmeiße ich denn mal raus? Wegwerfen, das ist ja. Na. Ja, Sepia und Dinger sind echt günstig. Den Kopf müssen wir mitnehmen. Komm, hier den nervigen Typ schmeißen wir weg. So, Gewicht 40 Kilogramm. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, ob das jetzt noch Sinn ergibt. Wir haben 4 Schuss. Wir brauchen da ist nochmal Sauerstoff, das ist super. Und da ist Munition. Und da ist der Abhol. Okay, das kann funktionieren. Das kann funktionieren. So, jetzt, da ist der dickmopsige Hai. Hai, komm mal mit zu mir nach oben, das ist eigentlich gar nicht schlecht. So, hau nicht ab. Komm zurück.
Wir haben ja die Waffe auch um 1 verbessert. Komm mit zurück zur Kapsel, wenn es geht. Okay. Gut. Hoffentlich darf ich das jetzt noch machen. Ja. Okay, oh, alter Schwede. 72 Kilogramm, aber ist egal. Wir haben ja auch noch hier unseren Boost. Wow! Oh, jetzt haben wir richtig eingekauft. Sehr schön. Ich glaube, jetzt können wir richtig schön abkassieren. Alter Schwede, 3 Haie haben wir gefangen. Und was haben wir? Okay, Barracuda-Rogen und Titandrückerfisch-Rogen. Sehr schön. Und ich glaube, jetzt kommt der Typ mit der Ausrüstung, wenn mich nicht alles täuscht. Nun, lass uns wirklich Thunfisch jagen, ja? Nimm das, das ist eine Stahlfasernetz-Sensorfalle. Selbst der schnellste und größte Thunfisch kann dieser Falle nicht entkommen. Und für die heutige Jagd habe ich eine Geheimwaffe. Die Unterwasserdrohne. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um sie zu ersetzen, die das letzte Mal kaputt gemacht hast. Die sind ziemlich teuer, weißt du? Aber das war nicht meine Schuld. Sie ging kaputt, genau als ich sie angemacht habe. Ich habe viel investiert für solche Momente. Das macht man als Geschäftsmann. Ich zeige dir, wie man es benutzt. Folge einfach meinen Anweisungen. Tauche ins Wasser. Okay. Gut, dann hinab. Ups. Thunfische. Fangen. Toonie Toon, Toon, Toonie Toon. Jo, dann erklär mal, was ich jetzt machen soll. Ich erwarte Erklärung. Ah, jetzt. Ah, da sind die Toonies. Looney Toonies. Oh, ich sehe wieder Thunfisch. Der Fisch ist groß, aber schnell. Ich würde ihn gern fangen. Sollte ich irgendein Werkzeug benutzen? Oh Gott. Stelle eine Falle auf der möglichen Route des Thunfisches auf. Warte darauf, dass sich der Thunfisch in der Falle verfängt. Ja, okay. Ja. Muss ich die irgendwie noch aktivieren oder so? Ha! Ernähre dich dem Thunfisch und rufe... Au! Yeah! Okay. Oh, es kann diesen großen Thunfisch ohne Probleme fangen. Ich bin beeindruckt. Es ist ziemlich leistungsstark. Wenn du also mal einen großen Fisch fängst, verwende die Drohne. Du brauchst eine dieser Drohnen, um die Klasse deines Fangs zu erhalten. Verwundete Fische können keine hohen Klassen haben. Okay, verstehe. Das heißt, ich darf die nicht anballern. Für den Moment leicht dir die Drohne. Es ist das Basismodell ohne jegliche Option, weil sie zu teuer sind. Bring es zu iDiver, wenn du es upgraden willst. Lass uns vor der Thunfischparty so viele Zutaten sammeln, wie wir können. Große Fische, die du mit dem Netz gefangen hast, können mit Hilfe der Bergungsdrohne eingeholt werden. Du hast nur eine begrenzte Anzahl, aber sie kann im iDiver aufgewertet werden. Okay, das wird wieder Geld kosten. Nicht mich töten. Au, was soll das? Ja, entschuldige Sie bitte, ich brauche noch eine weitere Drohne. Ich habe keine. Ja gut, dann baller ich die so weg. Au. Aufpassen. Das klappt. Nee. Shoot. Ja gut, vielleicht finde ich ja nochmal mehr Munition. Die werden ja auch sterben können. Das ist ja nur weil die schnell sind, heißt es ja nicht, dass sie unsterblich sind. Oder ich hack die zu Brei mit meinem... Was ist das denn? Oh, das ist Sauerstoff. Das nehme ich sehr gerne mit. Jetzt hole ich mir nochmal Muni und dann gehe ich wieder hoch und dann hole ich mir...
die restlichen Delfine da auch. Nee, Upgrade. Ach shit, ich bin jetzt gerade nicht in Laune. Weißspitzenriffhai. Oh, Muni. Muni, Muni, Muni. Oh, nee, das mache ich nicht nochmal. Ah, oh, hier ist Muni, sehr schön. Und wieder hoch zu den Toonies. Den Hai ignorieren wir. So verlockend es auch ist. So, da kommen sie. Mal denselben zu erwischen, ist gar nicht so einfach. Die rempeln mich auch immer an, weil sie super unfreundliche Tiere sind. Jetzt kommen sie wieder von unten. Nee. Okay, was können die denn alles ab, ey? Das ist voll die super gepanzerten. Oh, nur einmal getroffen. Wir haben ja Zeit. Oh nein, ich muss aufpassen, dass ich nicht sterbe bei der Thunfischjagd. Ich glaube, ich hole mir nochmal neue Munition. Also es ist ja wieder diese Thunfischparty und da will ich ja nicht so ein mickriges Bankett anbieten. So. Ne, die lasse ich, ignoriere ich jetzt wirklich zur Abwechslung mal. Diese gelben Quäl... Oh Gott. Alles. Ich will einfach nur Muni und Sauerstoff. Da haben wir schon mal Letzteres. Ich hoffe mal, die behalten ihren Schaden bei und verlieren jetzt nicht das, was ich bereits angerichtet habe, erfolgreich im Laufe der Zeit. Oh, oh Gott, das war eine dumme Idee. Barracudas. Ey, manchmal geht einfach die A-Taste nicht vernünftig. Hab ich mein Gefühl. Da. Ey! Okay, jetzt ist ja wirklich überleben. So, komm jetzt. Okay. Jetzt bräuchte ich da Sauerstoff und Munition. Waffen-Upgrade wäre super. Hier so ein bisschen wieder unter Stress. Ach, Barracuda, ich will dich gar nicht. Ich will nichts von dir. Oh nein. Ey, okay, das ist jetzt absolut lame. Ich muss mal schnell abhauen. Das ist einer dieser Momente, wo es besser ist, sich einzugestehen, nur mal schnell nach oben zu tauchen. War ein Fail zu viel. Ich meine, ich habe jetzt eine verbesserte Harpune. Ich weiß nicht, ob ich damit den Thunfischen irgendwie an die Kiemen komme. Oh nein, er auch schon wieder. Ich habe zur Not noch Sauerstoff im Gepäck, aber das ist eher die Notreserve, die ich jetzt ungern verbrauchen will. Wir haben jetzt Zeit. Das ist ja das Tolle. Da ist Munition, super. Und hier wird sich auch... Ach du meine Güte, dich hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. So, ich bin zur Thunfischjagd gekommen und nicht um mich mit dem Hai zu streiten. So gern ich das auch immer mache. Das ist nicht unser Ziel. So, hier sind die Thunfische wieder. Vielleicht sollte ich mal mehr so da bleiben, wo die auch quasi ihre Umdrehung machen. Hier.
Komm, ernsthaft? Boah, was können die alles ab? Die können mehr ab als so ein Hai. Was hab ich hier? Nein! Nein, ein Doktorfisch! Weiß ich jetzt... Na, da. Das ist doch nicht zu fassen. Was haben die denn für außergewöhnliche Kräfte? Mache ich überhaupt Schaden? Ich glaube, ich muss doch mal wieder einfach Mundi suchen. Das ist doch nicht zu fassen. Was können die denn ab? Die sind einfach krasser als Haie. Die sind krasser als Haie. So, lalalala. Okay, das kann ja eine Weile dauern hier, diese Jagd. Vielleicht bleibe ich doch wieder in die, gehe ich doch wieder in die Mitte. Aber da kommen sie ja zweimal vorbei, ne? Vielleicht müsste es hier dann doch schneller gehen. Oh, der mit dem Thun taucht. Der Thuntaucher. Also teilweise komme ich auch nicht in den... Ich muss meine Waffe nochmal verbessern. Das bringt... So bringt mir das nichts. Das dauert zu lang. Ich will die alle haben. Und zwar nicht aus Prinzip, sondern weil gleich das Thunfischfest ansteht. Und es bringt mir nichts, zum Thunfischfest zu laden, wenn... ich keinen Thunfisch auf dem Teller habe. Vielleicht finde ich ja noch ein Waffen-Upgrade hier. Yay. Oh, und automatisch dadurch auch wieder mehr Schuss. Das ist gut. Sauerstoff habe ich leider nicht. Aber wie lange willst du diese Verfolgung eigentlich... Was glaubt er denn, was er davon hat? Dass er derjenige ist, dann der mich erwischt, oder was? Was all seine Vorväter und Vormütter nicht geschafft haben. Das glaubt er, wird er dann erledigen, oder was? Ah, shit. Ah, Hilfe. Au. Ich muss ein bisschen auf meinen Sauerstoff achten, ne? Ich nehme ja auch Schaden, wenn ich da mit denen kollidiere. Wir haben Zeit. Nur Sauerstoff ist ein Problem gerade. Sind sie ja da oben? Oh, das war ein Dreier-Treffer. Come on! Unfassbare Tiere. Und 29 Sauerstoff, noch ein Schuss. Okay, das war dumm. Ich hoffe, die regenerieren sich nicht, wenn ich so weiter Ausflüge mache. Und ich meine, die Thuns sind natürlich dann auch alle tot, ne? Ich glaube, wenn die lebendig sind, das würde dem Thunfleisch noch zu Gesicht stehen. Was ist das? Ein Schockschlagstock. Schaden 5. Oh, warte mal. Bewegungstempo minus 30%. Das ist eine Sache, an der ich interessiert wäre. Hi. Überraschenderweise gewinne ich diesen Kampf. Munition und Sauerstoff. Das sind die beiden Dinge. Okay. Nummer 1 haben wir. Jetzt brauchen wir noch Munition. Ah, das ist auch sehr gern gesehen. Ach, der schon.
Na, gibt's halt auch ein bisschen Sushi heute. Oh. Oh, geil. Jetzt haben wir auch frische Muni. Das ist gut. Wir können leider nicht mehr Muni transportieren. Aber wir haben jetzt wieder volles Magazin und ein Waffen-Upgrade. Also, da erwarte ich mir jetzt Erfolge. Liebe Thunfischfamilie, jeder gute Drive geht mal zu Ende. Jetzt seid ihr fällig. Dreifaches Waffen-Upgrade. Ich habe euch schon so oft getroffen. Wenn ihr jetzt nicht mitmacht, dann weiß ich auch nicht mehr. So, hier lauere ich den jetzt auf. Nee, wir vergeuden hier gar nichts, ne? Hier wird nichts vergeudet. Und wenn ich Treffer nehme, nehme ich Treffer. Ist egal. Yes! Ey, ey, ey! Oh nein. Komm, die kriegen wir jetzt noch. Ah, der Schuss war nicht gut. Okay, ich muss da irgendwie wieder weitere Munition herholen. Ich weiß, war ich hier schon ganz links unten? Ja, ne? Ich fürchte, hier habe ich schon alles rausgegaunert. Ja, da war dieser Hai. Komme ich an dem vorbei, ohne dass der mich zu sehr nervt? Hier war ich schon, hier unten, oder? Wie alles weggefressen. Oder? Vielleicht, wenn ich etwas in die Tiefe gehe. Da! Munition. Ich freue mich. Sauerstoff ist auch eine Währung, ne? Aber wir haben noch so einen kleinen Kanister im Gepäck. Da hoch. Falsche Richtung, oder? Hier komme ich doch hoch. Los, meine tunigen Freunde. Da. Hier kommen sie angepest. Ah, nur einen getroffen. Nein, gar keinen getroffen. Oh, das war mega dumm. Zwei Schuss verschwendet. Oh, ich bin zutiefst empört über so viel Dämlichkeit. Mann. Alter. Okay. Aber das war nicht gut geschossen von mir. Ich bin beleidigt. Oh, oh, nicht mich aufessen jetzt. Ich bin doch ein guter Freund. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich jetzt schon zu schwer bin. Deswegen, ich habe jetzt drei Thunfische. Das ist schon okay. Wir sollten nicht zu gierig werden. Drei haben wir, also einen regulär gefangen, zwei haben wir erschossen. Da sind sie. Akami des Blaufisch-Thunfischs. Ja. Und jetzt ist Sushi, das heißt, jetzt werden wir richtig Geld machen. Wir haben eh schon 1000 Mark, aber wir werden jetzt erstmal unsere Personalabteilung upgraden. Und dann machen wir mal so einen richtig, richtig feinen Tag. Also, Personal. Das Servierpersonal ist schon mal, er ist auch nicht besonders gut. Er muss leider auch mal jetzt zum Training. Was kann er danach? 116, naja. Also er ist, finde ich, jetzt nicht der Talentierteste, muss man sagen.
Aber soll er mal. Geht noch viel besser. Er ist eigentlich nicht besonders gut. Aber wichtig ist auch einfach die Servicekraft. Muss auch einfach richtig trainiert werden. Okay. Der hat mehr Bock auf Kochen. Und der andere. Ich tausche die einfach aus. Hat sich rausgestellt, er ist viel besser im Kochen. Und er ist besser im Servieren. Ja, dann lass uns das doch mal tauschen gleich. Ja, sie bleibt wenigstens dabei, dass sie gut serviert. Hammer. So, pass auf. Du tauschen mit... Ja, nee, auf der anderen Seite. Ey. Warte mal. Einsetzen. Nee. Muss ich ihn erstmal entfernen? Und dann gehst du hier mal tauschen. Okay, so, also du machst Service und du kochst. So wollten wir das haben. Ich habe noch 280 Öcken und dann gucken wir mal, ob ich noch mal, also die sind ja schon super hier mit dem Kochen, ob ich vielleicht, sie kann nämlich auch Getränke servieren. Doch, das ist, die sollte noch mal trainiert werden. Ja. Nee, kann ich mir nicht leisten. Das ist natürlich ja mal schade. Kann ich mir noch irgendein Training leisten? Nee. Dann spare ich mir das restliche Geld. Aber das ist gut. Dann gucken wir uns jetzt das Menü an. Das wird jetzt großartig werden. Weil wir haben richtig viel Auswahl. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir den Thunfisch nicht einfach so nutzen. Aber ich könnte den natürlich auch... Oh, das sind immer unterschiedliche. Ach nee, das ist ein Gericht oder was? Akami, Shuturo. Okay. Aber was kostet mich das Veredeln? Kostet mich 3. Oh. Ist das neu? Ich glaube, das haben wir schon mal gesehen. Oder ist das neu? Das ist auf jeden Fall cool. So, wir veredeln die natürlich. Wir werden noch versuchen, weitere zu fangen, ist ja klar. Aber wenn wir die Chance haben, richtig geiles Sushi zu servieren, ja, das machen wir auf jeden Fall. Dann hätten wir jetzt immer noch sehr viele Gerichte. Oh, geil. So. Das ist mir lieber so als Stufe 1. Ich bin kein Fan von Stufe 1. Das entspricht nicht meinem Servierstil. So, jetzt haben wir den wunderbaren Langnasen-Sägehai. Ah, den können wir noch nicht upgraden. Schade. Aber wir können dann ordentlich was davon servieren. Tigerhai. Ich hoffe mal, da sind jetzt keine Sachen abhanden gekommen. Bin ich da auf Auto? Sepias, haben wir nur 2 Sepias gefangen. Na gut. Also, dann servieren wir heute mal Folgendes. Wir fangen mal an mit roten Feuerfisch. Können wir eh nur 2 machen. Dann gibt es natürlich wieder diesen feinen Freund. Da machen wir mal 5. 5 von. Bam. Und machen aber alles auf Auto. So, dann das sparen wir uns natürlich für die Quest auf. Dann haben wir noch den Langnasenfreund. Davon machen wir mal 5. Ich weiß ja, ich will ja nicht zu viel verschwenden. Jetzt hätten wir 10, 12 Sachen. Den Hai hier können wir nochmal machen. Könnte man auch bei Zeiten noch veredeln. Vielleicht spare ich mir die auch auf und veredel die. Das ist ja alles Kladderadatsch. Obwohl, der geht fast noch. Aber nee, das ist alles Kladderadatsch. Den können wir auch nehmen, den Barracuda. Den Barracuda können wir auch 5 von machen. Und
Ja, den Tigerhai. Sparen wir uns den auf. Ja, hatte ich nicht schon Tigerhai drauf? Ne, Tigerhai habe ich noch gar nicht drauf. Pass auf, dann nehmen wir auch nochmal Tigerhai-Sushi. Auch nochmal 5. Und machen auch nochmal Autokochen. Jetzt haben wir recht viele. Jetzt haben wir 22 Gerichte. Müsste reichen, oder? 22 Gerichte. Ich will nämlich nicht, dass wir das wegschmeißen. Wenn ich wüsste, wie viel gefragt werden. Ich finde, das reicht. 22 Gerichte. Ich weiß nicht, wie viel wir verkaufen. Ich mache jetzt auf. Jetzt muss ich diesmal auf Wasabi achten. Ich wünschte, ich könnte mich auch noch trainieren, dass ich schneller werde. Im Laufen. Oh, sie macht's auch sehr gut. Oh, ja, okay. So, jetzt wird hier richtig viel erwartet. Los, beeil dich, jetzt muss ich... Zack. Okay. Ich komm, ich komm. Oh Gott, seht ihr, wie viel Arbeit das ist? Ja, mein gutes Bier. Okay, wer sie will das? Das ist da ganz hinten. Oh Gott, schaffe ich das noch? Ja, das schaffe ich noch. Ich mach das Bier, sehr gut. Oh, ich muss Wasabi machen. Wasabi, Wasabi! Shit, Wasabi, Wasabi! Schon wieder Wasabi nicht rechtzeitig gemacht, aber es ist immer so viel zu tun. Sie macht Bier, okay. Beeil dich. Oh Gott, nein, schaffe ich's. Oh. Oh Gott. Oh, es ist ein Stress! So muss es in der echten Gastro sein. Brauch mehr Mitarbeiter. Oh, geil. Wir haben es geschafft! Oh, haben wir richtig Kohle gemacht. Alter Schwede. Das war ein richtig einträglicher Abend. Hammer. Das war gut. Verkaufsschlager Tigerhai-Sushi. Level 5. Guckst da Rang Gold. Ja, wir müssen mal Richtung Platin steuern langsam. Das hat mir gut gefallen. Ein nächster Morgen. Das heißt, wir können jetzt mal eben gucken, was mit diesem... mit der Drohne ist. Oh, 6300 Öcken. Boah. Ho! Spare ich jetzt das Geld fürs Personal und mache das richtig Kick-Ass? Was brauchen wir denn noch für... Wir brauchen noch mehr Follower. Ja, also... Da brauche ich noch eins, das wäre echt gut. Die kann ich leider nicht upgraden hier im Menü. Es gibt leider kein Upgrade hier, ne? Das ist schade. Okay, also. Folgende Option. Wir können hier mal ein bisschen was upgraden. Wir können sagen, klar, Tauchanzug müssen wir irgendwann eh machen für diese neue Mission. Aber wir könnten auch theoretisch sagen, ey, hier, wir machen mal die Frachtkiste oder wir machen die Luftflasche. Aber ich bin so ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich spare das Geld und mache das lieber ins Personal. Weil in 3 Tagen ist das Sushi-Fest, dann werden wir jetzt noch ein bisschen Sushi fangen. Und die Zucht gucken wir uns auch gleich an, ja. Aber so ein bisschen grinden, ne? Jetzt kommt ein bisschen der Thunfisch-Grind. So, jetzt lass uns... Warte mal, wo ist denn meine Falle überhaupt? Habe ich die jetzt überhaupt dabei? Ja. Nee, warte mal, wo ist meine Falle? Kann ich jetzt hier nicht Thunfisch machen?
Oh, es sieht ja so geil aus hier, wie das hagelt. Die muss ich jedes Mal neu kaufen. Ach. Aber kommen die Toonies nur, wenn ich... Oder sind die nur nachmittags da? Kann es sein, dass die Toonies nur nachmittags da sind? 85 Gold... Ah, ne, hier sind die Toonies. Ja, okay, das ist natürlich jetzt blöd. Ah, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Verzeihung. Aber wir müssen noch ein bisschen grinden jetzt. Das hilft alles nichts. Ich muss meine Waffe verbessern. Das wird jetzt noch ein kleiner Grind. Ich habe original vergessen, die zu upgraden, ey. Oh, jetzt kommt der. Dieses nervige Gerät hier. Die sind so kackdreist und leiden an so dermaßen krasser Selbstüberschätzung. So. Moni, Waffenkisten, das suche ich. Moni, Waffen. Mehr tun. Oh Gott. Da ist eine Waffenkiste. The problem is. Oh. Ah, warte mal. Oh Gott, wer sind die denn? Die waren ja schön. Ich will erst die Waffenkiste aufmachen. Was sind das für Tiere? Die sind schön, die sind schnell. Sind das auch Thunfische? Schnell, bevor der Hai kommt. Ach Mist. Sind das auch Thuns vielleicht? Die sehen auch thunig aus. Das sind Gelbflossen-Thuns oder sowas. Kann das sein? Ja, die Thun werden nämlich auch weh. Mal gucken, ob ich die erwischen kann. Vielleicht sind die einfach leichter zu fangen. Oh, Sauerstoff gleich. Mir fehlt es an Sauerstoff. Ey, wenn dieser Rotbarsch da ist. Okay, den haben wir jetzt. Den haben wir jetzt richtig gegeben, dem untersten. Dreimal drei oder so haben wir jetzt. Sorry, aber... Nee, also das ist jetzt einfach nur Quatsch mit Soße. Ich brauche Sauerstoff. Dringend. Dringend. Fordere ich Sauerstoff an. Ja. Wir dürfen jetzt nicht aus den Augen verlieren, wo sich diese freundlichen... Gelbflossen-Tuns hinbewegen. Ach. Ich glaube, die bringen nichts, oder? Ja, das ist auch schon. Gegen Thunfische. Da, ja, Munition. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist echt mühsam. Wieso habe ich denn diese Dinger nicht gekauft? Das falsch verstanden habe. Ich dachte, ich habe jetzt jedes Mal eine Aufladung. Nämlich so, hier waren sie doch irgendwo. Wo seid ihr? Da sind sie. Hier ist, glaube ich, eine gute Position. So, also wenn der unterste nicht bald down ist, dann glaube ich nicht mehr an die Macht der Schusswaffen. Guck dir das mal an! Der kriegt einen Bauchschuss nach dem anderen, das interessiert ihn gar nicht. Das kann überhaupt nicht sein. Yes! Warte mal, was heißt hier Y? Wieso kann ich jetzt hier mit Y, der transportiert die ab, oder was? Okay, naja. Das kann jetzt eine Weile dauern, aber der kommt ja zum Glück schneller zurück. Das ist
elendig. Achso, du meinst, sie wechseln ihre Position im Schwarm. Ja, das ist natürlich, das kann man nicht ausschließen. Aber du bist eh jetzt ganz allein. Ich hack dich einfach mit meinem Säbel weg. Komm her. Ich mach jetzt Säbel-Action. Au. Okay, er macht Säbel mit mir. Gott, das ist richtig gefährlich. Okay, das bringt nichts. Ich hole mir jetzt unten nochmal den zweiten Sauerstofftank. Oh nein, ernsthaft? Da war ja noch einer. Komm her, los. Okay, sehr schön. Ich meine hier, ich hoffe mal, das ist jetzt sehr gewagt von mir, aber ich meine hier unten war doch noch ein Sauerstofftank, oder? War da nicht zwei? Da war er doch, wusste ich doch. Dann gucken wir nochmal nach möglichst einem Waffen-Upgrade. Zur Not nehme ich auch eine Kiste. Aber ich gehe jetzt hier nicht ohne den Tun da nach Hause. Hier sind diese fürchterlichen Kalksteinhöhle. Ja, ist die Kalksteinhöhle. Ne, die will ich jetzt aber gar nicht. Die interessiert mich nicht. Mich interessieren nur Tuns. Hier ist gleich wieder ein Hai, befürchte ich. Ja. Ja. Komme ich jetzt an dir vorbei? Hai? Ich glaube nicht. Oh, der bewacht hier diesen Abgrund. Das ist, glaube ich, eine dumme Idee, einfach. Wir lassen ihm da mal seinen Triumph, dass er uns hier verscheucht mit bösem Blick und Schwanzschlag. Ich gucke stattdessen nochmal woanders. Nach einer kleinen Köstlichkeit aus Schwarzpulver und Stahl. Und dann holen wir uns den letzten da auch noch. Hier wird ja sicherlich noch irgendwo was zu finden sein. Und hier ist auch noch so eine Kiste. Oh ja, das nehme ich doch sehr gerne an. Oder wir waren, ich meine, der wird ja vielleicht. Ist das eine dumme Idee? 10 Schaden mache ich. Wie oft muss ich den treffen? Oh, das ist ja auch nicht gewährleistet, dass ich den immer treffe. Nee, ich hole mir Munition, das ist mir zu langatmig. Oh, hier, bitte. Bitte Waffen-Upgrade. Yes! Oh, das ist ja das Beste, was passieren konnte. So, sehr gut. Jetzt haben wir, was wir wollten. Au. So, hier lauern wir jetzt. Komm. Komm. Das war ein schöner Treffer. Komm, mehr, länger machst du jetzt nicht mehr. Komm. Sehr stark. Oh Gott. Wie weit sind wir bis zum... Ja, das ist nicht mehr weit. Gut, dann schwimmen wir mal völlig überfüllt an die Oberfläche. Ja, ich kann die Drohne ja nutzen, irgendwie, um die abzutransportieren, aber das ist ja jetzt nicht mehr möglich. Ich meine, ich könnte hier noch ein bisschen jagen jetzt, ne? Aber ich bräuchte natürlich... Oh, geil. Das wird nicht so viel bringen, weil ich die jetzt wahrscheinlich nicht auf Schlag kriege. Und...
okay. Ja, das wird nicht helfen. Ich mache noch mal einen, aber das wird nichts bringen. Dann tauchen wir auf. Dann haben wir zumindest ja diese eine Gelbflossentunart. Ja, das können wir vergessen. Wir sind eh schon so voll. Das ist doch nicht schlecht gelaufen. Das ist doch okay. Und diesen nervigen roten Johnny, da haben wir auch wieder mitgenommen. So. Die sind von unterschiedlicher Qualität, aber okay. Und jetzt können wir ja nochmal... Wo kaufe ich die Dinger jetzt? Weil hier, das ist ja nur eine Aufwertung. Wo kann ich die Dinger kaufen? Hier? Wo kaufe ich diese Ausrüstung? Bei ihm hier? Ah, hier. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Darf ich das behalten? So. Fängt zwei Fische auf einmal. Okay, pass auf. Dann nehmen wir das noch. Sold out. Ach was, ich kann dem auch Kladderadatsch verkaufen. Hier, guck mal. Aber das sind ja alles Sachen, die ich noch brauche, oder? Oder braucht man... Braucht man das überhaupt alles? Zum Beispiel diese Stacheln. Kann ich das bedenkenlos verkaufen? Oder hier das Goldding hier? Ach so, im Cobra-Laden. Oh, 500 Öcken. Die Silberschalen und das Gold kann weg. Stacheln zum Forschen. Okay, die Silberschalen und das Gold kann weg. Aber kriege ich hier genauso viel wie im Cobra-Laden? Ist ja der Cobra-Laden quasi. Steht der Cobras Premium Shop. Das wird der Cobra-Laden sein. Okay, dann kann ich die ja... Alter, bin ich ja reich. Wow, wieso habe ich das erst jetzt gemacht? Alter Schwede, ich schwimme in Geld. Warum? Erst jetzt? Naja, das ist ja auch nicht schlecht. Und die Perle? Die kann ich auch verticken, oder? So eine Perle kann ich euch ja auch hier. Das ist wahrscheinlich auch das Beste. Perle kann auch weg. Boah, haben wir Geld. Der unglaubliche Reichtum. Ist ganz, ganz, ganz entzückend. So, raus und dann nochmal Thunfische sammeln. Jetzt haben wir diese Falle. Wir können die Waffe upgraden und dann holen wir die restlichen Fische auch noch. Und dann haben wir so ein krasses Thunfischfest. Alter Schwede. Wir werden so die allerkrasseste Thunfischfeier veranstalten. Das ist einfach jetzt schon ein Gegebenes. So. Okay, bekomme ich jetzt hier nochmal auch angezeigt oder muss ich jetzt einfach deren Korridor so abschätzen? Hier so vielleicht. Ja. Und jetzt einfach warten. Ja, zwei auf einmal sogar. Yes! Und lebend. Lebend Beute auch noch. Yes, 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 yes. Okay, und den Rest baller ich jetzt einfach so weg. Wo sind sie denn? Oh, voll im letzten Moment noch verzogen. Nein, dumm. Aber ich will die jetzt auch noch rausholen. Das ist jetzt noch unsere Mission für heute. Alter, wie ich original durch die Fische durchgeschossen habe. Schon wieder leicht beschädigt. Aber wir holen die jetzt. Wir machen gleich noch einen Tauchgang. Holen uns Muni und dann ist alles gut. So. Sag mal, ich habe ja übrigens... Warte mal ganz kurz. Ich habe ja noch so ein Ding. Ich habe ja zwei davon. Das sehe ich ja jetzt erst.
Ich habe zwei davon. Wieso schieße ich die dann ab, die armen Tiere, wenn ich... Oh, das ist ja fantastisch. Ey! Und jetzt? Okay, muss ich die jetzt töten? Oh, ist das traurig einfach. Der jagt mich doch bewusst. Oh nein, was ein gemeines Gemetzel einfach. Der eine lebt noch und der andere wird schon ausgeschlachtet. Oh, ist das traurig. Okay. Naja, gut. Bleibt mir noch der eine hier. Jetzt muss ich mal gucken, wie es sauerstoffmäßig aussieht. Nämlich gar nicht gut. Jetzt hoffe ich, dass ich hier in der Nähe der Oberfläche immer schön so einen schönen Tank entdecke. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Da. Jetzt suche ich mir den letzten auch noch. Oh, was haben wir jetzt hier drin? Jetzt habe ich natürlich gerade die Muni genommen. Was? Ich habe den nur einmal gelootet, den Fisch. Tatsächlich. Lass mich in Ruhe. Okay, sehr gut. Ich dachte, ich habe ihn zweimal. So, lass mal schauen, dass ich den anderen auch noch krieg. Man weiß immer nicht, wo er kommt. Ne? Ja, das war gut. Komm, 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 komm. Ja, das war ein dreifacher Treffer. Und noch ein dreifacher Treffer. Thunfischparty kann jetzt kommen. Ja! Oh, herrlich! Boah, haben wir viel Thunfisch. Und wenn wir das morgen nochmal machen, dann quillen wir über vor Thunfisch. So, direkt wieder auftauchen. Ja, das Netz ist natürlich ein absoluter Gamechanger jetzt gewesen, ne? So, wir haben ausschließlich Thun gefangen. Das heißt natürlich, für heute Abend haben wir jetzt nichts mehr. Aber ich habe ja noch was im Laden gehabt. Ja, wir gehen jetzt mal nicht... ganz kurz. Wenn ich jetzt kurz in die Fischfarm gehe, ne, kostet mich das eine Tageszeit. Okay, das heißt, ich kann einfach mal vorbeischauen. Sehr schön. Mal gucken, was wir da mittlerweile haben, weil ich glaube, da dürfte jetzt einiges leben. Also hier haben wir... Wow. Ich glaube, wir müssen hier mal was rausholen. Das Ding ist voll, oder? Kann das sein? Oh, da ist ja auch noch ein Thun drin. Aber nur einer. Und ein Weißspitzen. Riffer, ich will natürlich, dass die sich da drin vermehren. Das geht nur, wenn ich da einen zweiten Partner drin habe. Das heißt, ich muss hier, glaube ich, mal ein bisschen Platz machen. Wie wäre es denn, wenn ich mal von denen hier einfach mal alle raushole? Diese Paletten-Doktorfische können ja alle verticken, oder? Ich will aber nur die hier verticken. An die Küche schicken. Ja, an die Küche schicken. Ach, was geht? Nur 5? Ah, okay. Verticken oder die Küche schicken. Okay, warte, da steht aber max 5. Warte mal.
Was ist das da drunter? Okay. Ah, warte mal, das ist... Ah, verstehe, die haben die Dreierqualität. Dann kommt die Zweierqualität, kommt dahin und... Die Dreierqualität soll ja weiter gezüchtet werden. Dann machen wir das so. Von denen bitte alle weg. Oh, geil, das ist ja Hammer. So, diese nervigen Typen. Ne, diese hier, das sind die nervigen Typen. Davon... Die Guten können sich weiter fortpflanzen. Die kommen an die Küche. Und der Kardinalsfisch. Okay, die dürfen alle... Ah, ich kann einfach... So. Okay, an die Küche. Den Rest lassen wir da mal drin. Beziehungsweise, nee. Die, den hier. Ah, okay. Dann nehmen wir davon 6, damit die sich noch weiter fortpflanzen können. Schicken sie auch in die Küche. So, okay, dann gucken wir mal hier noch. Oh, großartig. Also Tigerhai, der große Barracuda, die bleiben natürlich drin. Dann hier diese Dreier bleiben auf jeden Fall drin und... Davon schicken wir auch welche. Die Dreier bleiben hier. Davon schicken wir mal 9. Ey. So. Okay. Und haben wir hier schon irgendwas drin? Ne, das war's. Jo. Dann Exit. Und zum Sushi-Restaurant. Den Thun lasse ich drinne, weil ich irgendwie hoffe, dass ich noch welche finde, dass sie sich vermehren können. Zutaten sind angekommen. Das ist ja einfach nur krass. So, jetzt. Was wollen wir denn mal machen? Blaufisch. Oh, das sind die Thunfischsachen. Die müssen wir natürlich... Oh, geil. Die brauchen wir für das Thunfischfest. Das überspringen wir jetzt mal. Das kennen wir schon. Und geil. Oh Leute, das Thunfischfest wird einfach zu krass werden. So, dann Personal. Jetzt wird hier nochmal richtig schön trainiert. Sie möchte ich gerne trainieren, weil sie dann noch besser serviert. Und außerdem kann sie die Getränke machen. Boah, es ist teuer. Ist es ab dem Zeitpunkt besser, wenn man neue Leute einstellt? Irgendwann wird auch bestimmt der Zeitpunkt gekommen sein, wo man sagt, es ist günstiger jetzt direkt irgendwie höherleveligere Charaktere einzustellen, statt die immer zu upgraden. Ist schon wichtig, dass sie hier, die sind Level 5 und 4, die sind nur Level 3. Training. Oh geil, kochen 178, ja, mach das mal. Ist wichtig. Und James, der hat richtig Potenzial. Oh, geht auf 240 hoch. Geil. Okay, jetzt haben wir noch 1600 Öcken. Können wir noch Raoul einmal 166 Service. Der ist wirklich eine Allzweckwaffe, der Typ. So. Zwei Level 5er, zwei Level 4er. Die Köche sind auf Level 4. Vielleicht sollten wir... Was macht Pi? Geht auf 204. Und was macht James? Der ist ja irgendwie der krasseste. 275. Boah. Der ist schon irgendwie krass. Ich frage mich, ob... Na. Komm, ich lasse das komplett ins Training fließen. Das ist ja alles auf... früher oder später macht sich das bezahlt. Auch wenn das jetzt teuer ist, das... Z
zahlt sich alles aus. So, jetzt haben wir hier alle auf Level 5. War natürlich super teuer, aber das passt schon. So, jetzt gucken wir mal. Diese Thunfisch-Sachen bleiben natürlich alle hier. Die sind auch schön gekennzeichnet. Und wir machen jetzt... Ja gut, den können wir hier mal veredeln. Das wollen wir uns aber nicht nochmal angucken, das kennen wir. Den veredeln wir mal. Da bringt mir ja gar nichts, sonst dieser Fisch. Ist ja schon auf Stufe 5, bringt mir 6 Öcken. Loser Fisch. So, dann können wir den Barracuda. Und, der ist gar nicht, also der bringt mir gar nicht so viel, wie ich mal gehofft habe. Aber den Langnasen-Sägehai können wir mal, auf Max, ich weiß es nicht, Auto kochen. Dann machen wir, oh, Sepia können wir, noch nicht, ich dachte, wir können das nochmal upgraden. Aber dann machen wir mal 5 davon. Was haben wir hier noch? Achso, das ist den hier, der Doktorfisch. Der ist auch meinem Ruf nicht mehr angemessen. Ist zwar auf Stufe 6, aber bringt mir eigentlich gar nichts mehr. Den können wir mal nochmal veredeln. Sehr schön. Dann kann der auch nochmal auf die Karte. Wir wollen aber eigentlich nur noch die besten Rezepte haben, ne? Ist ja klar. Der Weißspitzenriffhai ist gar nicht mehr so geil, wie er mal war. Das müssen wir natürlich jetzt hier tun, diesen Ruhe lassen. Ja, das können wir noch mit reinnehmen. Jetzt haben wir wie viele Gerichte? 20, 23. Ich glaube, das hat eben auch ganz gut funktioniert, ne? Also 23 Gerichte. Ist hier noch irgendwas? Oh geil. Den haben wir jetzt nochmal schön veredelt. Das heißt, der ist jetzt auch schon... Aber den würde ich nicht auch nochmal reinsetzen. Wir können nochmal 1 reinmachen. Mit Auto... Oh, habe ich jetzt gerade 1 weggenommen? Ja, ne? Welchen hatte ich jetzt rausgenommen? Habe ich da nicht aus Versehen einen rausgenommen gerade? Den Barracuda? Ne, das ist da oben durchgerutscht. Ja, okay, come on. Jetzt lass uns mal loslegen. So, meine Leute sind jetzt so viel besser als vorher. Das muss doch jetzt eine richtig geile... Richtig geile Packung. Oh Gott. Ja. Dieses Tee-Gedings. Wieso wollen die immer Tee? Wollen die nicht einfach Sushi essen? Wartet, ich warte schon seit 30 Sekunden auf meinen Tee. Warum bringt mir niemand meinen Tee? Man bringe mir meinen Tee. Ja, ich bringe ja schon. Ich muss Wasabi machen. Wasabi ist erledigt. Läuft. Okay, da will jemand Bier. Kann ich alles machen? Aber das läuft gut. Machst du Bier? Ja, sie macht Bier. Macht sie Bier? Ich bringe das nach ganz hinten. Da ist der Weg weiter. Und dann mache ich direkt das Bier danach. Das Bier habe ich noch nicht so hundertprozentig gecheckt, ehrlich gesagt. Man kann ja so zwei, man hat irgendwie so zwei. Schenkoptionen. Ich glaube, das war gut. Yes! Also, ich glaube, wir haben richtig gut kassiert. Ja, war nicht der beste Abend, aber immerhin. Hammer. Gefällt mir gut.
So, und jetzt an dieser Stelle müssen wir ein kleines Fazit ziehen, weil ich noch einen Termin habe. So schade. Wir wollten doch alle das leckere Thunfischfest noch sehen, aber ich verspreche euch was. Die nächste Folge Dave the Diver wird nicht lange auf sich warten lassen. Und ich verspreche euch nicht, dass sie nicht lange auf sich warten lässt, aber auf jeden Fall wird es sie geben. Es wird eine weitere Folge Dave the Diver geben und dann werden wir zusammen das Thunfischfest feiern. Ich habe so viel Thunfisch auf Lager. Wir holen uns in der nächsten Folge oder dann jetzt hier nochmal wieder die Netze und fangen noch mehr Thunfische. Das wird das beste Thunfischfest aller Zeiten. Bis dann, schreibt mir gerne in die Comments, wie viel Spaß ihr an Thunfischfesten habt und ob ihr nicht auch eingeladen werden wollt zum Thunfischfest. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Dave the Diver. Ich freue mich wie immer über Kommentare. Ihr wisst es. Und Likes und Abos und alles. Macht's gut. Tschüss, Leute.